Oh, liebe Leute und hallo Ecki. Genau, ich begrüße euch alle und vor allem unseren Referenten Eckhard Gümbel zu dem Vortrag Kommautik im deutschsprachigen Raum, da wächst was. Ich bin ganz gespannt. Wir kennen oder viele von uns kennen Eckhard oder sind ihm hier in den letzten Tagen in der Mauticon schon mal über den Weg gelaufen. Er ist unter anderem auch Teamlead des Community-Teams. Und ja, er ist seit Jahren einer der wirklich aktiven Leute hier in der Community und wird uns heute ein bisschen was dazu erzählen, was so im deutschsprachigen Raum zu erwarten ist. Oder Eckart? Ja, so die Idee und auch wo wir stehen und wo wir vielleicht hin können. Genau, ja, danke, Madeleine. Ich kann ja vielleicht vorab tatsächlich ein paar Worte über mich selbst sagen. Ich bin ja seit ein paar Jahren bei dem Mautic-Projekt dabei. Das ist ja auch noch nicht so richtig alt. Ich habe aber vorher lange, lange Jahre andere Open-Source-Arbeit gemacht, konkret im Typo3-Projekt, also seit den Anfängen schon dabei gewesen und eine Menge Erfahrung da gesammelt und habe gesagt, also wir stehen halt als Firma, als Leuchtfeuer auch sehr hinter Mautic und haben gesagt, wir engagieren uns natürlich auch, dass Mautic als Produkt immer besser wird und als Projekt auch so wird, dass es in Deutschland erfolgreich sein kann und dass es uns auch Spaß macht. Das gehört ja auch immer dazu bei Open Source. Ja, also in dem Sinne, kleiner Überblick über, wo stehen wir in Deutschland und was sind vielleicht nächste Schritte. Ich muss hier irgendwo draufklicken zum Sharen oder tust du das für mich? Ich kann das für dich Ah, das ist machen. aber Leben. So, jetzt haben wir ihn aber dich. Ja. Genau. Da wächst was. Die Hypothese ist ja, da haben wir eine Steigerung. Und ich habe mir tatsächlich in der Vorbereitung dieser Folien ein paar Dinge mal angeschaut. Es war zum Teil gar nicht so einfach, an Zahlen zu kommen. Aber netterweise habe ich von Ruth etwas Input bekommen, was so die internen Zahlen unserer Mautic, dass ich Downloads und Foren und so weiter angeht. Und wir haben selbst auch ein bisschen Recherche betrieben, um zu gucken, wie läuft denn Mautic so. Also Verbreitung von Mautic, die so die Adaptionsrate. Zunächst mal haben wir tatsächlich geschaut auf die Indikatoren, die wir so haben, Nutzung von Mautic.org und Community-Aktivität im Endeffekt, ne? Das nicht unbedingt Code Contribution, also wie viel programmiert wird, aber wie aktiv sind die Leute, wie schauen sie nach Handbüchern und so. Das ist halt so ein Indikator für die Aktivität. Und das haben wir nach Kräften versucht, in Deutschland abzusplitten. Und wir haben halt gesehen, Deutschland ist deutlich überproportional, hat sich also allein im letzten Jahr verdoppelt, die Aktivität der Nutzung. Man muss sagen, Deutschland hat in diesem Lebenszyklus von Mautic zu Anfang durchaus eine Rolle gespielt. Es gab viele, die zu Anfang gesagt haben, so ja, tolles Projekt, da mache ich mit. Und dann gab es so eine kleine Delle, da ist es nicht mehr wirklich gewachsen und die Leute von damals sind auch zum Großteil dann irgendwie eingeschlafen und zum nächsten Baum gesprungen. Und dann gab es so diese Phase der Etablierung, der Professionalisierung, parallel damit, dass auch Mautic sich professionalisiert hat in den Strukturen. Und seitdem geht es eigentlich steil bergauf und das fand ich so sogar besser als erwartet. Die Zahlen der Downloads gehen da total Hand in Hand. Also auch da sehen wir also deutlich ansteigende, exponentiell ansteigende Kurven in Deutschland. Produktive Instanzen sind auch messbar. Also es gibt ja so, naja, so dass Mautic sich verbindet mit dem Mutterschiff und so weiter. Das kann man aber abschalten. Und wir haben natürlich keine Raten, wie viele Leute das wirklich abschalten. Aber wir versuchen auch da immer das Ländern zuzuordnen. Und das ist also auch durchaus schwierig. Wir haben zu Anfang relativ wenig produktive Instanzen gesehen. Also Leute haben offensichtlich entweder das gut versteckt oder haben einfach nur im Labor damit rumgespielt oder auf dem eigenen Testrechner. Das heißt also, Downloads hat noch lange nichts zu tun mit produktiven Instanzen. Und diese Rate zwischen Downloads und produktiven Instanzen, die ist deutlich hochgegangen. Wir sind also weit im vierstelligen Bereich inzwischen an produktiven Instanzen. Es gibt da auch eine Verteilung an Versionen und so, was man sich auch alles rausziehen kann. Ich würde empfehlen, ich weiß gar nicht, ob die Ruth heute in ihrer Main Keynote
darüber was erzählt. Darüber gibt es natürlich auch Zahlen. Es gibt fast keine Version 1 mehr, aber es gibt durchaus noch viele, 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 viele Zweier-Installationen und natürlich die Dreier jetzt ganz wichtig und demnächst die Vierer. So, und produktive Instanzen haben wir auch von einer anderen Seite mal versucht anzugehen als Agentur. Haben wir gesagt, okay, wir wollen auch einen Blick dafür haben, wie stark eigentlich Mautic in Deutschland ist. Und dann haben wir einfach einen Crawler losgeschickt. Und der hat das zum einen von den Zahlen her durchaus bestätigen können, dass wir also die gefundenen Instanzen sind halt auch so ungefähr 2.500, was also nicht schlecht ist, also eigentlich ja, ziemlich gut sogar. Und zum anderen kann man da auch mal gucken auf das Thema große und komplexe Installationen, denn man selbst hat ja immer so also eine Blase. Wir als Agentur sehen, was unsere Kunden machen und wir sehen, was für Anfragen so reinkommen, ob wir die nur jede kriegen oder nicht. Und wir haben so in den letzten 15 Monaten, würde ich sagen, ganz deutlich die Beobachtung, dass die Installationen immer spannender werden. Ne? Das ist also klar, kleine Installationen sind wunderbar. Wenn irgendein Shop Spaß dran hat oder sich bemüht und rein investiert, sich zu digitalisieren und sein Marketing richtig, richtig intensiv zu machen und nicht nur zu hoffen, dass jemand kommt, ist das super. Wenn ich einen Online-Shop hätte, ich wäre so dankbar, dann würde ich das natürlich auch total genauso machen und Mautic ist perfekt dafür. Ne? Wenn ich WordPress oder WooCommerce oder sowas habe und dann Mautic, um das Ganze zu befeuern, tolle Kombination. So, aber am anderen Ende zu sagen, wir haben hier einen DAX-Konzern oder sonstige große Unternehmensgruppe und so weiter, internationale Hidden Champions etc. Und die nutzen Mautic für ihre B2B oder auch B2C-Kommunikation mit den verschiedenen Facetten oder auch nur mit Ausschnitten davon, dann finde ich das halt auch ein ganz, ganz tolles Zeichen. Das hat natürlich damit zu tun, dass hier sowas wie Datenhoheit und so für die Großen ein großes Thema ist, aber halt auch mit diesem Etablierungsprozess zu sagen, ja, die kommerziellen SaaS-Produkte, die ziehen uns wirklich über den Tisch, was die Kosten angeht und schränken uns halt sehr, sehr ein in dem, was wir damit tun können. Gut, man muss halt auch, oder wir fragen uns zumindest auch, wie ist es überhaupt mit Marketing-Automation in Mitteleuropa und speziell in Deutschland? Wie ist die gesetzliche Entwicklung da? Wie passt das überhaupt zu der deutschen Mentalität? Ne? Der Deutsche ist ja jetzt nicht unbedingt begeistert, wenn er plumpe E-Mail-Werbung bekommt. Aber man kann Marketing-Automation natürlich auch deutlich smarter aufziehen und natürlich immer dann, wenn der Nutzer wirklich ein Interesse hat, das wir erreichen, dann funktioniert es halt auch gut. Also sprich, wie mache ich Marketing-Automation intelligent? Das funktioniert auch in Deutschland, aber die Unternehmen sind natürlich wesentlich zurückhaltender mit solchen Dingen, gerade wenn es Neuland ist. Man muss sagen, viele sind halt im Online-Marketing generell noch nicht so weit, wie vielleicht ein US-amerikanisches Unternehmen das wäre oder auch ein, sagen wir mal, südeuropäisches. Und dann der nächste Schritt zu sagen, also wir haben unsere Social-Media-Kampagnen, klar, wir machen vernünftiges SEO und wir haben Analysedaten und so weiter. Das ist ja schon mal ein gutes Fundament. Und dann zu sagen, okay, und jetzt gehen wir in den nächsten Level. Dafür muss man das andere erstmal halbwegs klar haben. Das heißt also, Deutschland ist deutlich hinter der Kurve, wie mit vielen anderen Dingen auch. Das hat sein Gutes, hat sein Schlechtes, brauchen wir gar nicht lamentieren. Das ist einfach so. Und das heißt, wir sind jetzt vermutet so an dieser Stelle, wo halt auch die Akzeptanz und das Verständnis in Deutschland angekommen ist. Ich muss für mich selber sagen, vor 3 Jahren war für mich knapp etwas über 3 Jahre war Marketing Automation für mich erstmal ein Schlagwort. Das hatte ich schon öfter gehört, aber es war mir nicht so 100% klar, was sich dahinter verbirgt. Jeder, der jetzt hier zuhört, der ist zum einen im deutschsprachigen Raum und zum anderen hat ja eine Vorstellung, was Marketing-Automation wohl ist und vielleicht sogar schon mal von Mautic gehört. Von daher muss ich das hier nicht predigen, aber viele da draußen nicken zwar, ja, Marketing-Automation, aber dann müssen wir uns auch mal damit beschäftigen, haben also gar keine Vorstellung, was es sein könnte. Und man muss auch sagen, es gibt tatsächlich Kunden, für die ist erstmal die Suche nach einem
vernünftigen Newsletter-System, einem Ersatz für diesen ganzen Dreck, die ganzen Probleme, die es da draußen gibt, ist der erste Kontaktpunkt mit Mautic. Und das finde ich natürlich auch relativ spannend, aber okay. Ja, so, das heißt also, diese Adaptionskurve sehen wir jetzt tatsächlich nachlaufen im Vergleich zu der globalen Kurve, aber wir sind da natürlich dementsprechend umso besser aufgestellt. Mautic ist inzwischen deutlich reifer und maturer, als es noch vor 2 Jahren war und damit dann halt auch dem deutschen Qualitätsanspruch deutlich besser gewachsen. Passt also. Sprechen wir kurz über das Ökosystem. Also was braucht es denn oder was hat es denn neben einem Stück Software, was man sich runterladen kann? Unter anderem braucht es natürlich Agenturen, die in der Lage sind, mit Mautic zu arbeiten. Und hier muss man ein bisschen differenzieren. Eine Marketingagentur, die ihren Kunden Automation anbieten möchte, die vielleicht ein kommerzielles Produkt schon hat oder noch nie irgendwas gemacht hat oder so. Für die ist Mautic natürlich eine attraktive Option, weil es für die Kunden eine attraktive Option ist. Und auf der anderen Seite ist es nicht dasselbe wie ein SaaS-Produkt, denn ich muss mich erstmal darum kümmern, wo kriege ich denn das Mautic her? Möchte ich selber installieren? Möchte ich selber programmieren? Suche ich mir einen Technikdienstleister? Gehe ich zu einem SaaS-Dienstleister für Mautic? Was auch immer. Viele, viele Fragen und natürlich dann auch das ganze Thema Training und alles, was dazugehört. Wie kann ich denn meine Leute fit machen für Mautic? Und vorgelagert, ist Mautic überhaupt das Richtige? Und was bedeutet das alles? Und was sind die im echten Leben die Stolpersteine vielleicht? So, das heißt, es ist diese Marketingagentur, die Mautic für sich entdeckt und in die Welt trägt, ist die eine Variante. Und das andere ist halt der Technikdienstleister, der für Kunden oder für Marketingagenturen Services dann erbringt, so wie wir das auch tun als Leuchtfeuer. Also wir würden zum Beispiel, also würden im Prinzip modular auch anderen Agenturen helfen und sagen, okay, wir erklären euch die Details, wir machen das erste Projekt mit euch, wir können für euch ein Template entwickeln oder ein Plugin entwickeln oder was auch immer oder beim Hosting helfen oder Betrieb übernehmen, was auch immer. So, das heißt, dieses Ökosystem ist extrem wichtig und wir sprechen jetzt ja nicht von Deutschland, sondern vom deutschsprachigen Raum. Und da haben wir die witzige Beobachtung, dass die Schweiz extrem stark ist in Sachen Mautic-Dienstleistungen auf jeder Ebene. Und in Deutschland, Österreich gibt es natürlich eine wachsende Anzahl, aber es gibt irgendeinen Effekt, der die Schweiz da deutlich weiter sein lässt. Vielleicht liegt es an der unternehmensseitigen Nachfrage, vielleicht liegt es an den Agenturen und in dem vielleicht irgendwelchen Verbundeffekten, wie dem auch sei, das ist extrem positiv für die Schweiz und für Mautic und für Deutschland und Österreich sollte es Ansporn sein, da nachzuziehen. Gut, die nächste Ebene ist natürlich Freelancer in einem Open-Source-Umfeld, im Ökosystem. Es ist immer gut oder ist es sehr, sehr hilfreich, wenn auch Leute, die auf eigene Rechnung arbeiten, zum Beispiel für Agenturen da sind, für Anwender da sind, auch zum Mitmachen beim Open-Source-Projekt sich einbringen können und sich dadurch natürlich einen Namen machen können. Das ist eigentlich ein ganz üblicher Mechanismus, dass man sagt, ich mache etwas in Mautic, ich bin vielleicht sogar eine sehr sichtbare Person im Mautic-Projekt und die Leute können mich buchen und dadurch habe ich halt auch ein gutes Leben als Freelancer. Das ist ein sehr gutes Modell. Und da haben wir eine kleine Lücke in Deutschland. Also eigentlich fällt mir da erstmal keiner ein, der als zum Beispiel als Entwickler da als auf eigene Faust unterwegs wäre und anderen dann auch helfen kann vor allem. Ne? Gut. Dann lokale Services, was wir damit meinen, ist komplementäre Services. Also was braucht man in Verbindung mit Mautic und was davon sollte lokal sein? Also ich meine jetzt nicht die Cloud-Plattform, ich meine jetzt eher sowas wie sagen wir, ein Webinar-Service. Gibt es jetzt nicht gerade einen lokalen deutschen, macht jetzt auch vielleicht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Wir haben natürlich immer dieses Thema DSGVO-Konformität und EU und so weiter damit reinspielen. Ich fange mal mit einem anderen Thema ein und das ist der Versand von
gedruckten, also von Papier. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen ein lustiger Einstieg sein, wenn wir hier von Online-Marketing sprechen, aber diese Kombination zwischen Online-Marketing, Nurturing-Strecken, E-Mail hier, SMS dort und so weiter, in Verbindung mit zum richtigen Zeitpunkt dann auch mal eine Postkarte oder einen Brief schicken oder so, ist eigentlich eine extrem erfolgreiche und extrem moderne Geschichte. Und wir haben da, glaube ich, bei der letzten Mauticon auch schon mal drüber erzählt, dass wir also für die Deutsche Post diese Anbindung gemacht haben und damit also von Mann aus Mautic aus seinen Kampagnen heraus an jeder beliebigen Stelle eine individualisierte Nachricht verschicken kann, eine gestaltete Postkarte oder einen langen Brief oder einen QR-Code oder ein Bild oder was auch immer. Ja, also das ist zum Beispiel eine super Partnerschaft, die natürlich für den deutschsprachigen Raum zunächst mal am relevantesten ist, aber was auch ein bisschen regional inzwischen sich sogar aufweicht. Weitere Services, wie gesagt, da kann man halt schauen, wo macht es Sinn. Ich kenne bisher keinen, der jetzt irgendwie lokal so eingegrenzt wäre. Ein Thema, was ganz oft hochkommt, ist das Thema Mail Service Providers. Also sprich, wenn ich große Mengen E-Mail verschicke, dann will ich das ja nicht von meinem Mautic-Server machen, sondern möchte es über einen spezialisierten Mail-Provider machen, der das richtig gut kann und gute Zustellraten kann. Und in diesem Fall kommt das Thema GDPR, also DSGVO, auch wieder ins Spiel. Ich muss natürlich darauf achten, dass das alles möglichst reibungslos DSGVO-mäßig auch abgehakt werden kann. Und dafür wäre es einfach extrem hilfreich, einen Mail-Service-Provider zu haben, der sich super mit Mautic integriert und in Europa ansässig ist. Es gab mal einen, der dann aber leider in die USA aufgekauft wurde. Deswegen ist man da jetzt wieder in den üblichen Problemchen mit Standardvertragsklauseln und so weiter, damit man wieder juristisch konform ist. Da will ich gar nicht weiter darauf eingehen, aber das ist sicherlich ein Thema, was noch ausbaufähig ist. Contribution, also mitmachen, zurückgeben ans Projekt. Das ist jetzt immer wieder direkt im Thema Open Source. Zurückgeben gehört zum guten Ton. Also wenn ich von etwas profitiere, vielleicht sogar massiv profitiere, dann kann ich auch zurückgeben, gerade als Unternehmen, aber auch als Agentur, indem ich sage, ich habe hier ein Stück Code, das ist für mich zwar entwickelt worden oder das habe ich entwickelt, aber das veröffentliche ich und mache damit wieder Mautic ein Stückchen besser und wertvoller. Ich kann dasselbe tun mit anderen Dingen. Ich kann auch Sponsoring zum Beispiel betreiben und sagen, ich werde Konferenzsponsor oder ich mache FundOSS mit oder ich bin generell einfach Mautic-Sponsor. Immer sehr willkommen und sehr nützlich. Wichtig dabei ist halt, es ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, auch mal zurückzugeben, sondern das ist in einer Open-Source-Welt typischerweise auch Selbstzweck. Gerade dann, wenn es in Richtung Agenturen geht. Für Agenturen ist das Thema Sichtbarkeit und Relevanz im Mautic-Umfeld sehr wichtig. Deswegen ist das durchaus ein gutes Stilmittel, Contribution zu machen, das Nützliche mit dem Guten zu verbinden. Gut, nochmal ein paar Beispiele. Code Contribution habe ich schon gesagt, ein Plugin, ein Template oder so einfach beisteuern. Ein Bugfix ist natürlich auch gute Contribution oder ein Feature-Erweiterung. Tutorials, Knowledge-Base-Artikel, Videos, was auch immer. Übersetzungen, gerne im Backend, Frontend, was auch immer. Mautic ist halt sehr multilingual, aber es braucht trotzdem immer Übersetzer. Und ansonsten natürlich das Mitmachen in der deutschsprachigen Community, in der Dach-Community ist allein schon Contribution und sehr, sehr wertvoll. Wenn wir noch ein Level weitergehen, mitmachen in der globalen Community, da gibt es natürlich die verschiedenen Strukturen, es gibt Initiativen, es gibt die Teams und es gibt die Tiger-Teams. Für alle, die der englischen Sprache mächtig sind, ist da eine große Welt offen. In der Praxis gibt es trotzdem immer so Eintrittsbarrieren, wo Leute dann dastehen und denken, ah, die Welt ist so groß, wo soll ich anfangen? Und deswegen wollte ich hier nochmal hinweisen auf das Thema Tiger Teams, wo man dann nämlich auf ein kleines Ding sich fokussieren kann und sagen, ja, ich mache mit nicht bei das Produkt oder so, sondern ich mache mit bei einem schmalen Ausschnitt vom Produkt, was ich beim Reporting. Ne? Also ich habe vielleicht letzte Woche bei meinem Kunden sowieso so ein Thema gehabt und möchte jetzt einfach mal für einen gewissen Zeitraum kontinuierlich mitmachen in einem 3 bis 5 Leute Team, was das Reporting besser macht oder CRM-Integration oder
oder Kampagnen oder E-Mails oder was immer. Es gibt ganz, ganz viele Tiger-Teams und die Teams sind wirklich klein und das ist einfach ein sehr, sehr einfacher Start. Selbst wenn ich überhaupt nicht Profi bin, ich komme in so ein schmales Ding halt schneller rein als in alles andere. So, Marketing, wir haben wieder die deutschsprachige Brille jetzt natürlich auf und schauen, was gibt es da zu tun? Wie können wir Mautic im deutschsprachigen Raum denn bekannter machen? Wie können wir helfen, dass Mautic als Produkt bekannter wird und wir vielleicht, also zumindest wenn man Agentur ist, dann natürlich auch wieder dadurch profitieren, weil einfach das, was wir gerne machen und was unser Geschäftsmodell ist, weil das erfolgreich wird und dadurch einfach viel Rückenwind bekommen. Beispiele, also lokalisierte Landingpages sind im Moment auch in der Vorbereitung, das heißt also nicht die volle Mautic.org, aber lokalisierte Landingpages, die alle Leute abholen, sei es Anwender, sei es Nutzer, also Programmierer, wen auch immer, die einen guten Einstieg geben. Was ist Mautic? Wo kann ich anfangen? Wo finde ich Ressourcen? Und so weiter und so fort. Und das Ganze in deutscher Sprache und vernünftig gemacht. Das wäre bestimmt sehr, sehr hilfreich. Oder zum Beispiel so ein Foliensatz, ein Pitch Deck. Das ist auch sehr typisch, dass einfach das Mautic-Projekt sowas zur Verfügung stellt. Auf Messen auch mal die Flagge hochhalten, die Mautic-Flagge. Das ist eine tolle Sache, sei es als Agentur sich irgendwo hinstellen und Mautic zeigen oder sogar unter der Flagge von Mautic auftreten, vielleicht mit der deutschen Community und Mautic repräsentieren. Das geht online, aber das geht halt auch offline und ist eine Sache, die sogar Spaß macht und auch wieder zusammenschweißt. Und damit kommen wir jetzt ein bisschen zum Thema Community im fließenden Übergang. Ich fange mal da bei den Online-Ressourcen an. Die zentralste ist der Slack-Kanal. Da gibt es Raute Germany und es gibt auch Raute Swiss. Aus irgendwelchen Gründen gibt es Austria oder ja, Austria nicht mehr. Germany ist, glaube ich, der Platz, wo sich die deutschsprachige Community im Moment am meisten tummelt. Das heißt also, wenn es da was gibt, gerne einfach Raute Germany, diesem Slack-Kanal beitreten. Wer nicht weiß, was Slack ist oder wie man da hinkommt, mautic.org/Slack ist, glaube ich, die einfache URL und da könnt ihr euch eine Einladung schicken und dann seid ihr im großen Slack-Universum, also dem riesigen Chat von allen möglichen Mautic-Leuten zu allen möglichen Themen. Dann gibt es auch Foren oder Forums, wie der Engländer sagt. Da gibt es im Wesentlichen zwei Richtungen. Das eine ist by language, nämlich German, und auch by country, da gibt es dann Germany, Austria und Switzerland. All die sind ziemlich verwaist. Das ist war natürlich auch jetzt irgendwie ein Selbstläufer, dass da nichts drinsteht und deswegen auch keiner was reinschreibt. Es gibt stattdessen Facebook, eine Facebook-Gruppe auf Deutsch zumindest, wo manchmal was kommt und ansonsten halt im Slack. Das Ganze sollte man natürlich auch mal langsam aufräumen und sagen, okay, wo ist jetzt eigentlich unser zentraler Treffpunkt? Ein Live-Treffpunkt, wo wir tatsächlich seit Jahren uns einmal im Monat treffen, ist der sogenannte Mautic Monday, jeder erste Montag im Monat. Den könnt ihr finden unter mauticcamp.de oder ihr werdet auch auf dem Slack-Kanal immer benachrichtigt. Der funktioniert bisher so, dass da einfach Leute zu einem Videomeeting zusammenkommen und sich austauschen. Jeder bringt, oder wer will, bringt Fragen mit oder Thesen oder was auch immer. Oder irgendwer berichtet von irgendwas. Und dann spricht man eine Stunde über Mautic oder anderthalb und isst eine Pizza dabei. Und das Ganze natürlich online. Das ist wertvoll, das verbindet. Es ist aber auch immer wieder die Frage, was könnte es. Also wie kann man das noch weiterentwickeln? Ne? Macht es zum Beispiel Sinn, geplante Vorträge zu haben? Zumindest ab und zu mal, dass man sagt, okay, kommenden Montag geht es um das Thema, so kann ich meinen tollen Double Opt-in-Prozess machen oder so kann ich, you name it, also so kann ich 12 Millionen E-Mails pro Tag verschicken. Oder so habe ich ein bestimmtes Kampagnenproblem gelöst oder irgendwas. Also ich glaube, jeder hat aus seinem Leben ein bisschen was zu berichten und wenn sowas mal geplant ist, dann wollen wir das demnächst auch ankündigen. Das ist so ein kleiner Themenwechsel. Es gibt weitere Ideen.
Zum Beispiel die regelmäßige Hilfe für Einsteiger. Denn wir haben jetzt oft den Fall, dass in diesem Mautic Monday auch mal Leute dazukommen, die neu in Mautic sind und für sich gerade versuchen zu orientieren und ein bisschen Hilfe brauchen. Das ist auch völlig okay, aber das fühlt sich merkwürdig an, weil die Einsteiger dann denken, ach, jetzt störe ich die mit ihren ganz anderen Themen. Und deswegen ist die Idee zu sagen, ja, wir machen ab und zu mal einfach so einen Online-Workshop, Selbsthilfegruppe oder ja, hier lasse ich mir helfen, Gruppe für Einsteiger, wo man explizit sagt, okay, hier könnt ihr mit euren Fragen mal live herkommen und dann machen wir das gemeinsam zusammen und haben alle was davon. Das ist so ein Vorschlag, der gerade im Raum steht und diskutiert wird. Die Königsliga ist natürlich Real-Life-Events, sich auch als deutsche Community mal echt treffen. Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Also in anderen Ländern, es gibt keine Ahnung, seit den USA, in Los Angeles zum Beispiel gab es vor der großen Pandemie ein regelmäßiges Meetup oder in Japan oder so. In Deutschland hatten wir noch nie, glaube ich, ein Mautic-Meetup, also ein echtes Real-Life-Treffen. Auch nicht in der Schweiz oder in Österreich. Es gibt immer mal wieder Anläufe, das zu tun. Im Moment ist das halt so ein bisschen noch nicht ganz so weit wieder, dass man das tun könnte. Ich glaube, ein regelmäßiges Treffen einmal im Monat ist in Deutschland einfach nicht realistisch. Dafür ist die Community nicht groß genug an bestimmten Punkten, ne? Also einmal im Monat nach München wäre für mich als Hannoveraner doch ein bisschen viel. Und so viel Mauticians gibt es in München dann vermutlich doch nicht, oder ich kenne sie alle nicht. Ja, von daher gibt es ein anderes Format, nämlich das Mauti Camp tatsächlich. Das ist zumindest der traditionelle Name für so Einmal-Events. Das wird es tatsächlich vielleicht mal demnächst wieder geben. Wenn wir es nicht dieses Jahr schaffen, dann mal nächstes Jahr, dass man sagt, okay, hier ist eine nicht gebrandete Mautic-Veranstaltung, wo sich die Mautic-Welt oder alle Interessierten aber treffen können, zu einer Art kleinen deutschen Konferenz. Das andere ist, dass es auch die Mauticon natürlich als Real Life wieder geben wird. Und die Idee ist im Moment, dass wir das zunächst im Wechsel zwischen Nord- oder Südamerika einerseits und Europa andererseits machen. Das heißt, einmal im Jahr ist die auf irgendeinem Kontinent. Und wenn das Ding nach Europa kommt, können wir es ja vielleicht schaffen, das nach Deutschland zu holen. Liegt an uns, an der Community. Gut, so, und damit kommen wir auch zu dem Thema, you're welcome. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich noch mehr freuen, von jedem Einzelnen zu hören. Ihr könnt mich gerne auf Slack kontaktieren unter dem Namen Ecki, also Ekke. Findet ihr mich. Ansonsten meine normalen Kontaktadressen sind hier, also Twitter Eckhard Gümbel und LinkedIn Gümbel. Ansonsten auch e.gümbel@leuchtfeuer.com oder ecki.gümbel@mautic.org. Ganz viele Wege. Ihr werdet mich schon erfinden, finden, nicht erfinden. Ich würde mich halt freuen über Kontakte, die erstmal komplett unverbindlich sind. Und für die ganzen Dinge, die jetzt anstehen, ist es natürlich gut und auch enger wieder in Verbindung zu bleiben, zu sagen, okay, wir haben hier Folgendes vor, wer hat da Lust mitzuhelfen? Also sagen wir mal, deutschsprachige Landingpage, da gibt es dann nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil im Prinzip so ein Gerüst ja vorgegeben wird. Aber es wäre halt einfach super, das zu haben. Oder wer möchte vielleicht mal zu dieser Messe mit hinfahren? Oder wer hätte Lust, jetzt nächstes Jahr ein Real-Life-Event zu organisieren? Oder. Also je größer so diese Vernetzung erstmal ist in Deutschland, desto besser kriegen wir sowas dann auch gestemmt. Und im Zweifel würde ich euch einladen, einfach beim nächsten Mautic Monday dabei zu sein. Auch das im Slack-Kanal, über mich, über mauticcamp.de oder so, auch das werdet ihr finden. Und ganz unverbindlich gerne dabei sein. Gut, so. Marlene, hast du denn Fragen für mich? Hallo, da bin ich wieder. Einmal würde ich gerne noch kurz einen Kommentar vom Nico mit dir teilen. Und zwar zu dem Thema, warum in der Schweiz mehr Marketingautomation oder generell auch mehr Mautic genutzt wird, hat er
gesagt, dass er davon ausgeht, dass dadurch, dass die DSGVO in der Schweiz weniger wichtig ist, die Schweiz deswegen in der EU da so eine Vorreiterrolle hat. Was sagst du denn dazu? Gut, ja, ich sage da am besten gar nichts zu. Ich bin ja kein Jurist. Nach meinem Verständnis ist die DSGVO in der Schweiz genauso gültig wie bei uns. Das würde ja auch heißen, dass die DSGVO Mautic behindert. Aber ich will mich da nicht auf dünnes Eis begeben. Also es gibt bestimmt einen Mix aus Themen und ja, also nee, mag ich, traue ich mich gar nicht zu spekulieren. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen spekuliert. Don't know, ganz ehrlich. Okay, und willst du vielleicht noch mal ein paar Worte dazu sagen, wie genau das ist in Deutschland mit Mautic und den DSGVO? Weil das scheint ja doch immer wieder bei den Leuten als Zweifel aufzuploppen. Gut, also zunächst mal, die DSGVO gilt. Sie hat einen guten Zweck. Sie ist nicht immer perfekt, aber wir haben sie anzuwenden und das tun wir natürlich. Und ich muss sagen, ich persönlich, ich weiß, Gesetze sind nicht im ersten Wurf perfekt und ich weiß, es ist ein extremer Kampf gewesen, sowas überhaupt auf die Straße zu bekommen, europaweit. Aber was dahinter steht, ist super, super gut und ich bin mir sicher, dass sich sowohl die Gesetze als auch die Rechtsprechung noch ein bisschen weiterentwickeln wird und es einfacher machen wird, für uns das Richtige zu tun. Als Mautic müssen wir halt nur schauen, dass wir die Leute enablen, das Richtige zu tun, dass wir das Produkt darauf vorbereiten, dass wir Anleitungen geben und so weiter. Und das geht natürlich total. Wir haben die gleichen Dinge zu beachten wie andere auch. Also sowas wie Consent Manager, die hat man halt überall. Ne? Man muss es halt nur. Also, der Consent Manager ist noch nicht mal Mautic, hat nicht mal direkt was mit Mautic zu tun. Wir sind ja sozusagen unterhalb davon angesiedelt. Aber wir können am Produkt zum Beispiel Dinge tun. Ich will mal ein Beispiel sagen: Fokus-Items, also diese Banner oder Bars oder Reinschieber oder so, die einfach Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das ist, wenn man es richtig macht, durchaus eine tolle Sache. Aber Stand heute vom Produkt her erfordern die den Consent, weil es über Cookies funktioniert. Das muss aber gar nicht so sein. Das heißt, das wäre so eine Stelle, wo Mautic noch ein bisschen besser werden könnte. Mit Einhaltung der DSGVO trotzdem ein Maximum an Nutzen herauszuholen. Ne? Das hat natürlich auch mit der Implementierung zu tun und mit der Strategie, die ich als Anwender fahre, wie nutze ich Mautic im Rahmen der DSGVO. Ein bisschen hat es mit dem Produkt auch zu tun, aber es gibt eigentlich keine Stelle, wo die DSGVO ein großer Hemmschuh wäre. Okay, ja, danke für die Antwort. Auch der Nico fand die Antwort sehr gut, sagt er im Chat. Ah, danke, Nico. Zum Stichwort Anfänger würde ich noch mal eine Frage aufgreifen wollen. Und zwar, gibt es denn auch deutsche Schulungen für Mautic? Also, es gibt ja Online-Schulungen, zum Beispiel hier im Training Day der Mautic Conference gab es Einsteigerschulungen und auch so Seminare für Fortgeschrittene online. Das ist natürlich in der Tat immer Englisch. Ich glaube, es gibt auch Video-Tutorials, also die man jetzt irgendwo sich klicken kann und dann sozusagen offline sich angucken kann. Auch das wertvoll. Auch das Englisch. Im deutschsprachigen Raum kenne ich nichts, was jetzt irgendwie als entweder Online-Seminar oder als downloadbare Videotrainings runterladbar wäre. Also was wir jetzt als Agentur machen, ist einfach individuell für Kunden immer Trainings machen, was heutzutage natürlich auch meistens Online-Trainings sind. Das ist dann aber auch, muss ich sagen, so modular, dass man gar nicht das als offenes Training machen würde, sondern dass man sagt, okay, wir besprechen mit jedem einzelnen Kunden, welche Module für ihn interessant sind. Wie war die Frage genau? Gibt Ob es es Trainings deutsche gibt Schulungen oder? für Mautic? Genau. Okay. Ja, also es gibt halt so Videos und Tutorials etc. natürlich im Netz. So als richtige Schulung. Ist halt sowas individuell, wie ich gerade beschrieben habe, das Einzige, was mir bekannt ist. Okay. Das war, glaube ich, sehr aufschlussreich und ich finde, da bekommt man direkt auch Lust, mitzumachen und seinen Teil dazu beizutragen.
Ich habe keine weiteren Fragen. Ich sehe auch im Chat keine weiteren Fragen. Möchtest du noch ein Wort zum Abschluss loswerden? Naja, also wenn du Lust bekommst auf Mitmachen, dann freue ich mich natürlich, dich beim nächsten Morning Monday. nein, im Ernst, ich freue mich über jeden, der reinkommt, und das ist wie immer natürlich total unverbindlich. Aber ich möchte auch nochmal einladen, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, dann pingt mich da gerne an über irgendeinen Weg. Ich bin bei einer Mautic-Agentur natürlich dabei, aber ich bin halt gleichzeitig auch ein Stück weit neutrale Instanz, weil ich halt als Projektleiter, Teamlead im Mautic-Projekt das in meiner DNA habe, behaupte ich mal. Und ich freue mich über alle, die mitmachen und die Einstiegspunkte suchen, und da helfe ich auch gerne weiter. Vielleicht eine letzte Anmerkung noch. Es gibt in der globalen Sicht ja so die Partnerseiten inzwischen. Das heißt also auf mautic.org/, ich weiß es nicht, Partners oder Mautic Community Partners oder so heißt das, findet ihr ein Listing von Firmen, die oder Service Providern, die Mautic-Dienstleistungen erbringen. Da sind wir bisher die einzige Deutsche. Und ich finde, das muss besser werden. Wo seid ihr? Ja, okay, wir haben einen Schweizer dabei noch. Aber ich glaube, ich würde es gerne sehen, dass wir da in einem Jahr eine ganze Reihe an deutschen Anbietern haben und dann vielleicht auch so eine Filtermöglichkeit haben, dass wir sagen, okay, hier sind die Deutschen, und jeder, der in Deutschland Mautic-Anwender sein möchte und Kunde sein möchte, der sieht dann halt auch eine hinreichende Anzahl an Ökosystemen, an Anbietern, und fühlt sich dadurch in seiner Entscheidung für Mautic auch wieder ein Stück bestärkt. Genau. Und allerletztes Wort, bevor ich das vergesse, natürlich die ganz zentrale Ressource für die deutschsprachige Community ist natürlich der Mauticast, also mauticast.de. Ja, den ich auch zufällig mache mit den Thomas zusammen, und was auch immer Spaß macht im Aufnehmen, aber was für uns immer ein gutes Lernen ist, weil wir halt jeden Monat oder alle 2 Wochen immer schauen, was gibt es gerade Neues, und euch das dann versuchen, bestmöglich weiterzugeben. Also hört gerne rein in den Mauticast auf mauticast.de. Also der Podcast rund um Mautic, immer mit einem Interview und vielen fachlichen und nicht fachlichen Schmankerl. Ja, so, mehr hätte ich auch nicht zu erzählen. Hast du noch was für mich? Ich habe nichts weiter. Ich sehe nur gerade, dass dein Vorredner, der Matthias, auch im Chat geschrieben hat, kommt alle zum Mautic Monday. Und ich glaube, das ist ein schönes Wort zum Abschluss. Ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Kommt alles im heutigen Mann. Ganz Okay, vielen genau. Dank. Super, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.